Hallöchen, da sind wir auch wieder bei Deponia. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier rüberkommen. Komm, Rufus, geh. Das war ganz schön tief. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Tja, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir Goal rüberkriegen. Ich habe alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. So, jetzt lass mal gucken. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo können wir denn hier hin? Nach oben? Zum Kran? Was bringt uns das denn? Jetzt komm schon! Verdammt! Das bringt gar nichts. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Perfekte Sicherung. Die ist im Eimer. Die ist im Eimer. Weg damit. So einer bist du. Haben wir die jetzt mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Wir können uns hier... Der Sitz, ja, brauchen wir uns nicht angucken. Ist alles unnötig. Nach oben, was bringt uns das? Ah, okay, dann kommt er da hinten hoch. Da können wir aber hier nichts machen, oder? Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt. Wenn es denn da wäre. Bla, bla, bla. Gehen wir mal nach hinten. Oha. Oha, da ist ein Schalter. Was haben wir denn hier alles? Weichen. Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Ach, du bist ja ein ganz lustiger. Oh yeah, genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Wir uns das doch mal an. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. So, erstmal gucken. Schrott suchen wir mal im Schrott. Wenn ich werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund fühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Ja, aber warum denn nicht? Erstmal hier ein bisschen umgucken. Wir kommen da oben. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Schade aber auch. Ein rostiges Abflussrohr, ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Dann quatschen wir doch mal mit dem Doc. Hallo! Was? Oh, hallo! Wer bist du denn? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Ja, dann erzähl uns doch mal einfach ich was. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade?
grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus, immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Ja, wir gehen einfach mal alles durch. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Ganz genau. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Ast rein. Super. Okay, das erste haben wir jetzt schon durchgenommen. Ja, erzähl uns doch mal was, ob da Schnaps drin ist. Ist genau. Da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Boah, super, dann nehmen wir den gleich einfach mal mit. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme, nur Herausforderungen. Mein Red. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Ja, genau. Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Eminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, der Rundschaft, ja. Das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Rein zufällig. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so Unsinn. So einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Nee, erstmal nicht. Jetzt, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Ich so, muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Jetzt frage ich mich ja mal ernsthaft, ob die Musik zu laut ist. Jetzt gucken wir aber erstmal, ob wir hier... Was wir denn hier noch finden. Aber wir wollten den Schnaps da noch klauen. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Na, das machen wir noch. Den Schnaps, den nehmen wir mit. Ah.
einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ich habe aber nichts. So, unser Stromumkehrer. Viel haben wir hier nicht. Da ist ein Spiegel. Was können wir denn da machen? Ja, ich gehe jetzt gleich zu dem Bike und dann... Ja, den Spiegel nimmst du einfach mit. Ja, gut. Ah, rote Signallampe. Nehmen wir einfach mal mit. Was haben wir hier? Außenkurve. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Au, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Ha, Licht, endlich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, das wird's, denke ich mal, sein, Rufus, oder? Was haben wir denn da? Horizont? Skelett. Hey, du! Du komm schon da runter! Ups! Oh! Ugh, zu hoch! Ein Bein reicht mir. Ein Bein reicht dir. Vielleicht können wir ja mit dem Skelettbein... kommen wir an den Schlüssel dran. Zu hoch! Aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Shit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal zurück. Zurück sollst du gehen. So, dann würde ich sagen, bauen wir das Ding doch mal ein, oder? Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Super, ja, dann... geh mal suchen. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Oh, wei. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn hier? Muffe, Steckmuffe. Ritze mit 3 Speichen, mit 4. Markfarben. Ne, überspringe nicht. Jetzt fragen wir erstmal unseren Doc. Der weiß das doch vielleicht, oder nicht? So, Doc, hallo. Wir brauchen Hilfe. Hm? Was? Oh, hallo. Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Ja, ja. Du hast nicht zufällig noch einen Stromumkehrer? Nein, aber als erfahrener Bastler kannst du dir doch einfach selbst einen bauen. Die Teile findet man hier so gut wie überall. Na klar, warum habe ich da nicht selbst dran gedacht? Ist sonst noch was? Ja, du musst mir mal erklären, was ich genau machen muss. Ich kenne da doch tatsächlich jemanden, der nicht weiß, wie man einen Stromumkehrer baut. So ein Trottel. Dabei ist es doch so einfach. Ja, nicht wahr? Ist sonst noch was? Nee, erstmal... Ach so, das geht weiter. Dieser Freund, von dem ich sprach... Der Trottel, der nicht einmal einen einfachen Stromumkehrer bauen kann. Genau, du kannst es dir kaum vorstellen. Er hat schon alle Komponenten und kriegt es trotzdem nicht hin. Dabei ist es doch so einfach. Ja, genau. Man muss ja nur... das simpelste Grundschulwissen anwenden, du sagst es. Dieser Typ muss echt eine Niete sein. Naja, dafür ist er ziemlich lässig und gut aussehend. Besser als du. Bezweifle ich. Ist sonst noch was?
Ach, er will uns nicht helfen. Ich auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Yeah, genau. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. So, dann werden wir jetzt einfach mal gucken, wie wir das am besten machen. So, konischer, serischer und korpischer. So, was machen wir denn da? Ach, das was? Flansch. Wie werden wir das jetzt am besten machen? So, der hat uns Tipps gegeben. Ja, super, aber ist er wirklich voran? Ist das so vielleicht richtig? Und den dahin und den dahin. Und so? Ist das jetzt. Wann merke ich denn, wann das Ding denn. Wann das Ding denn richtig ist? Ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage, ehrlich, also Klemmmuffe, Schraubmuffe. Was haben wir denn da? Hier vielleicht so? Und den da vielleicht? Dann kommt das vielleicht dahin und der dann dahin. So, das ist die Frage, wer kommt hier wohin? So einen Stromumkehrer brauche ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar dann. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Okay. Das heißt also, wir haben dann hier irgendwo einen Fehler. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, perfekt. Ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Juhu, da haben wir doch geschafft, was haben wir denn? Oh, ja, dann nimm mal hier, da ist er doch, der Stromumkehr. Jetzt bauen wir ihn endlich mal ein, jetzt müssen wir doch hier wegkommen, oder? Hm? Was ist das? Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200 Sachen und ohne Bremsen auf Schienen durch einen Tunnel rast? Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir noch. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Dann würde ich sagen. Was haben wir denn hier? Aussteigen, fahr mal los. Und ab geht's. Yippie-yay, ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Dann drücken wir doch mal den Knopf. Ich wusste, dass das passiert. Was haben wir denn hier? Einen Lappen, den nehmen wir natürlich mit.
Schlüsselkasten. Abgeschlossen. Wieso ist er denn abgeschlossen? Was soll das denn? Minibike? Hier ist noch ein Knopf. Was bewirkt der Knopf? Drücken wir den doch einfach mal, oder? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild, ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Okay, dann... Frage ist, kommen wir hier so auch gar nicht raus, ne? Das heißt also, okay, wir müssen hier wohl so fahren. Wieder der Hebel. Ja. Dann würde ich sagen, wir steigen hier erstmal aus. Und ja, wie es hier weitergeht, Leute, das werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Ich bin raus. Bis dann. Tschüss.